Warum beginnt eigentlich jedes Video damit, dass ich mir das Headset aufsetze? Ihr müsst wissen, ich setze es vorher ab, um es dann wieder aufzusetzen, nur für das Video. Vielleicht sieht der Künstler darin sinnbildlich das Starten des Spielprozesses. Ihr habt das Spiel, was ich heute spielen werde, schon oft hier bei mir in der PlayStation-Leiste gesehen, dass ich es bei meinen Spielen habe. Und wie ihr sehen könnt, ist in dieser Verpackung keine Disc mehr. Ja, wir spielen heute wirklich ein echtes Activision Blizzard E-Sport-Spiel. Ich habe das Spiel nämlich schon ewig hier rumliegen und es juckt mich wirklich in den Fingern. Ich muss endlich das tun, was ich schon seit Monaten wirklich im tiefsten Inneren will. Oh. Darauf erstmal ein leckeres, gesponsertes Gamer Energy. Ja, Blizzard Entertainment. Ja, das ist... Hier ist Winston. Ja, sag ich doch, das ist Winston. Die Nationen der Welt sahen keinen Ausweg, bis sie sich an eine... Ist das der Links von der von Fortnite? Muss ich mir das überhaupt anhören? Kann ich das auch überspringen? Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich hab ohne Scheiß richtig Bock. Nicht schlechte Melodie. Wer ist denn das? Ah, hier, ein Stück Call of Duty steckt doch in allen Blizzard-Spielen, sind wir ehrlich. 2 Lootboxen, 2 Euro. Ich weiß ja nicht, ob die gut sind oder schlecht sind. Oder was da rauskommen kann. Hoffentlich nicht ApoRed. Every day, Saturday. Ah. Okay, jetzt bin ich ja schon in der Queue und suche hier irgendwelche Matches. Das Ding ist, ich habe euch ein bisschen angelogen. Ich hatte das Spiel nämlich schon mal in meiner PS4 und hab's gespielt. Beziehungsweise, ich hatte so gedacht, boah, das ist ja echt voll einfach. Ich schredder die ja und ich hab jahrelang das falsche Spiel gespielt. Aber es war nur gegen Bots, habe ich dann bemerkt. Doomfist, Genji, McCree, May. Die ist lustig. Nee, wir spielen nur über den dicken. Winston, den feiere ich, den feiere ich. Was ist denn klassisch? Okay, ich kann nur klassisch. Ah, es geht schon los. Hallo? Hä? Nein. Was ist er hier? Roboter mit Natur. Oh, da könnte man jetzt bestimmt eine romantische Gedichtsinterpretation über diesen Roboter machen. Oh, sie kann sich beamen. Ich glaube, das ist der andere Dings. Oh. Cute Apple, ich kann gerade nicht. Ich nehme gerade hier ein Overwatch-Video auf. Und raus mit ihm. Boah, ich feiere auch seine Stimme. Ehre ist um. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe ein Schild aktiviert. Ja, stirb doch, Bruder. Ich hab dich im Visier. Das war die Stimme von Nicolas Cage. Kommt raus und schnell, Leute. Wo ist er? Digga. Warum? Ich mach einen Dab. 3, 2, 1. Okay. Hoch damit und raus mit ihm. Kabumm, Alter. Komm, ich will einfach nur einen Kill machen. Oh nein. Schon verloren. Ich hab einen Morgenstern. Geil. I like that. Das sieht geil aus. Oh, direkt los. Auf sie mit Gebrüll. Für einen fucking Ninja. Ach, hier kann man sich auch immer noch aufladen. Kommt raus, ihr Hunde. Die habe ich getroffen. Bitch, what? Was war denn das? Ach, das war derselbe. Mein Kollege hat mich getötet. Das sind gar keine Morgensterne, merke ich gerade, ne? Das sind doch diese... Morgensterne sind doch die so eine Kugeln sind und dann ist er so... Gut. Ja, ich habe ihn getötet. Jetzt wurde ich getötet. Der kann ja Dauerfeuer machen. Das ist die Call of Duty Waffe. Wer von euch kann das? Die bestimmt. Ich beschütze die. Ja, die hat auch eine Knarre. Gedrückt halten, um Heldendetail zu sehen. Oh. Bin ich da jetzt gestorben? Alter. Yes. What? Let's get it, girl. Yes. Oh nein, nicht er wieder. Ach du Scheiß. Pepperoni 1, 2, 3 gegen solche Leute verlieren wir. Dark Prince 4 möchte mit mir im Team bleiben. Willkommen in Blizzard World. Danke. Was ist er denn für Gnome? Ich nehme die hier, weil die kennt man. Das ist doch Frau Overwatch. Ach, die Kavallerie ist da. Oh nee. Bin ich sie? Dann scheiß auf Blizzard-Welt. Nehmen wir die Widowmaker. Ja, die hat eine Sniper. Perfekt. Geil. Oh, jetzt hat die die eigene... Was für ein Klischee? Was ist das denn für... Ach, du Scheiße. Kollege, kann ich die reviven? Oh, die shootet man auch in Overwatch. Habe ich eine Zweitwaffe? Nee, ne? Was macht das Ding da? Okay, ich hätte dir auch Bescheid sagen können. Halt
hab dich mal nicht so. Was ist denn das jetzt? Scharfschütze, halte neu ab. Okay, geil. Feier ich. Ach, das ist Essen Übungsgefecht. Die Stunde hat geschlagen. Oh. Damn, die sind alle spicy auf den Sticks und ich weiß nicht mal, welche Empfindlichkeit ich spielen muss. Oh, jetzt habe ich Wallhack. Was ist das hier für eine Schnellsuche? Ich suche schon seit 4 Minuten. Die feiere ich. Die kann snipen, die kann normal schießen, die kann sich aber auch so geil hochziehen. Was ist das? Wo sind die Gegner? Ich will wieder... Warum? Dann nehme ich jetzt die. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie, ich kann die Wichser jetzt nur heilen. Das nenne ich Teamarbeit. Der Naturroboter ist wieder da. Hat jemand den Arzt gerufen? Ist eine Ärztin. Sexistisch. Du sollst nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Oh. Oh, das ist ein Gegner. Oh, da waren... Oh Gott, ich bin, glaube ich, gerade in die falsche Richtung gelaufen. Mit diesem komischen, weirden Gnomen. Mann, als ob der so klein ist, das kann doch nicht... Also, ich meine, ich sehe nicht mal meine Füße. C umkämpft? Gibt's hier Flaggen? Ich dachte, das ist so eine Art Team Deathmatch jetzt hier gerade. Oh Gott, der hat einfach mit meinem Hammer auf das kleine Viech hier reingedonnert. Der Tod ist unter euch. Yes. Ich glaube, ich habe jetzt so eine Art Tracer als Emo. Ich weiß auch nicht so ganz, was meine 4% da jetzt heißen sollen überhaupt. Was mache ich denn jetzt? Was soll das hier sein? Wo ist denn überhaupt mein cooler Waffentalisman hier? Das hat Call of Duty aber den anderen schon voraus. Was ist das denn, die Gummimauer? Mann, die haben halt immer diesen fetten Schild und ich werfe meine Waffen weg, wenn ich sie nachlade. Was ist das denn? Ganz ehrlich, ich will einfach nur einen Champion, mit dem ich einfach so richtig bam, 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 bam. Der macht einfach mal zit mit seiner Rainbow Gun und ich bin tot und ich mache hier bam. Ich glaube, sie war nice, ne? Ja, genau. Verlängerung. Ich muss da hin. Niederlage. Was war denn das für eine Verlängerung? Okay. Immer die beim linken auf Gefällt mir drücken. Immer auf dem linken. Was sagst du? Oh, eine Lootbox. Willkommen in Hollywood. Das sieht aus wie Yemen aus Black Ops 2. Nämlich diese Tracer. Nee, die fuckt mich schon ab. Falls euch dieses Video übrigens gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, welche Spiele ich... Ja, Numbani, wo liegt das überhaupt? Der Motherfucker sieht geil aus. Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, welche Spiele ich noch so in Videos spielen soll, beziehungsweise mal einfach mal ausprobieren soll in Videos. Wollt ihr mal sehen, wie ich CSGO spiele oder mit meinen Kollegen Scum spiele oder die Sims oder was weiß ich? Glaub ja nicht, dass ich mir jetzt deinen Ast freue. Ja, weil ich Sims gesagt habe, ne? Ich weiß doch, du willst es sehen. Ich bin es leid, zu wahr. Der freut sich auch immer noch auf Black Ops 4. Den feiere ich. Ach du Scheiße, was ist denn das? Yes! Weg! Oh. One shot. Yes! Nein. Die fällt runter und sagt yeah. Yeah! Hey, dieses kurze Zip. One shot. Yes! Was mache ich jetzt hier? Oh, ich glaube, das ist sowas wie eine Ulti. Ist das gerade wirklich passiert? Die ist doch eigentlich voll der geile Champ, die. Aber warum spielt die keiner? Ich hab dich im Visier. Easy. Widowmaker, du bist am Arsch. Yes! Tracer feiere ich. Würde diese Tracer nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Bemerkungen machen, ich würde die feiern. Tracer feiere ich. Oder ist die OP? Ich weiß, hab keinen Plan. Und jetzt die Ulti auf den fetten Kreis hier. Yes! Nur ich bin gestorben, ne? Nee, er ist auch kaputt gegangen. Habe ich ihn getötet? Das Ding ist, ich würde mich wirklich gerne mit Overwatch sowas auskennen, einfach weil ich diese Overwatch League richtig feiere und Optik ist ja beispielsweise auch drin oder Envious mit Dallas Fuel und ich finde diese ganze Aufmache mit Overwatch und das ganze Spielprinzip halt richtig geil, aber ich check's halt noch nicht. Der eiskalte Drache mit dem eiskalten Blick. Es ist halt echt so ein geiler E-Sport-Titel. Ich würde bei Overwatch halt gerne wissen, ja, das ist jetzt ein krasser Play, beziehungsweise ja, das ist ein krasser Champ, den er gepickt hat und der hat einen totalen Underdog-Champ oder sowas gepickt und deswegen ist das jetzt krass und wisst ihr, wie ich meine? Auch die ganze Szene check ich null. Also sind die Asiaten eigentlich die Besten in Overwatch oder sind das jetzt irgendwelche anderen? Ja! Ach. Eliminierung 14, Tode 5. 13. Nicht schlecht, oder? Also... Nicht schlecht. Das ist eine Mischung aus Kaldru und Apo Red. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wer den höheren IQ hat. Lootbox erreicht. Das könnten sie auch mal in Call of Duty machen. Für jedes Level, was du erreichst, einfach immer eine Lootbox. Jui. Davon nehme ich jetzt eine Lootbox. Komm. Und in King's Row. Wie? Tracer. Yes.
Schreibt mir mal in die Kommentare. Oh Mann, das fuckt mich aber schon jetzt ab, ey. Schreibt mir mal wirklich in die Kommentare, ob die OP ist oder ob das cool ist, dass ich die spiele. Und ich kann, glaube ich, nur horizontal mit dem Ding hier springen. Na komm, One-Shot, yes. Nicht schlecht. Ja, danke. Aber das hier ist doch auch der eine Champ hier, dieser Dalai Lama mit Omnix Stay Underground. Okay. Ich check das mit diesem Übungsgefecht nicht. Ich gehe jetzt einfach raus. Ah, nein, hier kann ich meine Lootboxen öffnen. Kann ich doch nicht. Ja. Ah, gedrückt halten. 2 Mikrofone, 3 Mikrofone und ein Totenkopf. Kann ich denn bitte, hier ist die Kavallerie, ersetzen? Ach, Menno. Oh, nee. Ein Spray. Okay. Der erinnert mich irgendwie an Subway Surfer. Ein Assi-Tattoo. De Bellos. Aus Haaren? Von Haaren. Overwatch ist weird. Okay, spielen wir doch ein Spiel. Ein Spiel spielen wir noch. Euer Nepal feiere ich. Na, das ist doch der Dalai Lama. Da sitzt er ja auch. Ja, wir wissen's. Hallo zusammen. Hallo Adel. Bin ich auch irgendwo hier raus? Willkommen in Nepal, Agent. Ja, das weiß ich. Ach, weiß ich. Wollte die gerade töten? Das ist natürlich der deutscheste Name, der überhaupt geht. Eichenwalde. Cheers. Ja, ich weiß. Okay, die anderen greifen jetzt diesmal an. Wir bewachen das Ding hier. Das ist ein Laserschwert. Einbahnstraße. Nicht schlecht. Oh Mann, der wurde ja richtig getrappt. Let's go. Und schießt hier? Okay, die steht einfach. Oh, der wurde schon direkt zerstört. Ach du Kacke. Ich hab viel zu viel Respekt vor den Leuten, die halt krass aussehen. Theoretisch kann ich ja alle töten. Oder? Habe ich den getötet? Nicht schlecht. Habe ich ihn getötet? Nee. Alter, der hat ja richtig hier mit Joysticks. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, virtuellen Mord zu begehen. Sind die Gegner, gegen die ich spiele, gerade gleich gut? Oder? Also die sind bestimmt auch kacke, sonst würden sie ja Matchmaking spielen. Nee, mit dem fick ich lieber nicht. Lieber fall ich runter. Vor allem, warum kommt der Sound, dass sie runterfällt? Erst wenn sie aufschlägt. Ist sie gerade rausgesprungen da? Einmal nochmal einen dicken raufknallen. Yes! Easy, guys, easy! Das ist so easy. Triple Feed, Freunde. Das schaffe ich in keinem Call of Duty mehr. Let's go! Unstoppable! Was soll denn das sein? Gut, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier kommt die Kavallerie. Sie will alles. Gucci, Ferragamo oder Mapige. Sie will alles. Armani, Givenchy.